Servus zu Barbecue aus Franken. Eins meiner Lieblingsstücke Fleisch vom Schwein ist der Schweinebauch. Ich habe hier ein richtig schönes Stück da. Das Ganze ist von Click and Grill, zeige ich euch gleich. Und aus diesem Stück Schweinebauch möchte ich heute ganz gern so einen knusprigen Schweinebauch im Asia-Style machen. Eigentlich was prädestiniert wäre für den Wok. Ich mache das Ganze, aber nachdem ja nicht jeder einen Wok zu Hause hat, mache ich das Ganze mal in der Pfanne, in der gusseisernen Pfanne auf dem Grill. Schauen wir, was dabei rauskommt. Aber jetzt schauen wir erst einmal, welche Zutaten ich dafür verwende. Ich habe hier 1,5 Liter Hühnerbrühe. Da müsst ihr nichts Großartiges mit Huhn ansetzen oder was weiß ich was. Da reicht auch eine richtig schöne gute oder ein richtig schönes gutes Instant-Produkt. Ich fange mal links oben an, weil es werden einige Zutaten. Ich habe hier ein kleines Stück Ingwer, das ich grob in Stücke geschnitten habe. Dann habe ich hier eine große, ich glaube Solo-Knoblauch nennt man das Ganze. Einen so einen großen Solo-Knoblauch, den habe ich ein bisschen klein geschnitten. Alternativ könnt ihr so 3 bis 4 Knoblauchzellen auch grob klein schneiden. Dann gesellt sich hier Weißweinessig dazu und etwas weißer Zucker. Wir werden dann später noch eine Glasur für das Fleisch machen. Dazu habe ich diese Tom Yum Paste. Da ist viel Zitronengras drin und noch viele andere Geschichten. Das passt so richtig gut, hat eine richtig schöne Schärfe. Ist eine tolle Sache. Bekommt ihr eigentlich üblicherweise in jedem Asia-Shop oder ich sage mal im gut sortierten Einzelhandel. Da dazu kommt noch Sojasauce. Da brauchen wir auch Honig dazu. Eine schöne Portion brauner Zucker. Dann haben wir Ingwer, aber ganz fein gehackt und eine etwas größere Chilischote. Ihr könnt da nach eigenem Geschmack arbeiten. Denkt bitte dran, die Tom Yum Paste ist auch ziemlich scharf. Also bei mir ist es jetzt eine etwas größere Chilischote. Ich denke, das wird Feuer genug geben. Dann haben wir ein bisschen Salz, also nicht alles davon. Das ist nur zum Würzen. Und Pfeffer, und da mache ich auch nicht alles rein. Und etwas Erdnussöl zum Anbraten vom Fleisch. Erdnussöl deswegen, weil ich das relativ hoch erhitzen kann, der Flammpunkt ziemlich hoch ist, oder der Rauchpunkt als solches. Und ich kann da Temperatur haben, ohne dass mir das Öl verbrennt. Und vor allen Dingen, es ist geschmacksneutral. Und bevor wir uns jetzt das Fleisch anschauen, machen wir mal erst einmal unseren Sud, in dem das Fleisch gleich ein bisschen kochen wird oder beziehungsweise simmern wird. Dazu habe ich, wie gesagt, diese 1,5 Liter Hühnerbrühe, die erhitze ich. Und da rein gebe ich jetzt den Ingwer. Den Knoblauch, Essig, den weißen Zucker. Und jetzt geht's mit dem Fleisch weiter. 1,5 Kilo Schweinebauch vom Frankenlandschwein und das Ganze von Click and Grill. Es ist einer so meiner Favoriten in den, von den ganzen Lieferanten, die es da so gibt. Und Click and Grill hat mir immer gutes Fleisch geliefert. Deswegen bin ich mir sicher, wenn ich jetzt auspacke, habe ich das auch. Schaut euch mal das Fleisch an. Haha, sensationell. Richtig viel Fleisch dran, also kaum Fett. Und was ich sehe, sind hier noch 2, 3 Knäbelchen. Ansonsten ist der Knochen raus. Die löse ich noch aus und dann geht's weiter. So, die Knorpel sind draußen. Wie man das macht, ist man zwei Schnitte rechts und links, einmal unten drunter und schon ist es erledigt. Das ist es nicht wert, dass man jetzt da großartig hier Filmzeit quasi damit verschwendet. Was wir jetzt machen müssen, wir machen die Haut oben runter, weil beim Schweinebauch liebe ich eine knusprige Haut. Das wird sie heute sicher nicht werden bei der Art der Zubereitung. Also verwende ich die Haut lieber und mache mir richtig schöne Schweineschwartenchips raus. Da gab es ein Video dazu von mir, das verlinke ich am Schluss dieses Videos. Ich setze da einfach mal mit dem Messer an und schneide es hier weg. Und zwar so, dass ruhig noch ein bisschen Fett dran bleibt am Fleisch. Quasi so Art halbe. Die Haut ist weg, aber nicht ganz weg, weil da machen wir noch richtig schöne Schweineschwartenchips draus. Das Fleisch müssen wir jetzt weiter bearbeiten, indem wir schneiden. Und zwar in Würfel, ich sage mal so von 3x3 oder 4x4 cm. Also solche Stücke in etwa. So, die Würfel sind gefallen. Quatsch, geschnitten. Die Würfel, die gehen wir jetzt in die Brühe rein, die wir gerade vorbereitet haben. Und die simmert schon mal leicht vor sich hin. Also nur das Fleisch da rein. Lassen wir jetzt noch einmal aufkochen. Drehen dann die Temperatur runter, geben den Deckel drauf und lassen das Ganze für 60 Minuten vor sich hin simmern. Alles schön ins Wasser bringen. Ziel ist, dass wir jetzt gegartes, weiches Schweinefleisch bekommen. So, alles fängt das Kochen an. Wir drehen die Temperatur zurück.
setzen den Deckel drauf und warten jetzt einfach unsere angepeilte Zeit ab. Ja, und während unser Fleisch so schön vor sich hin zimmert, können wir die Glasur vorbereiten. So, erstmal die Tom Yum Paste rein. Also wie gesagt, das Ding hat richtig schön Dampf. Dann die Sojasauce, den Honig, den braunen Zucker, der steht schon eine Zeit lang außen, den Ingwer und den Chili. Alles schön miteinander vermischen. Der Zucker wird dann schön flüssig und ja, es duftet jetzt schon sensationell. Alle Aromen, die man sich so vorstellen kann, alles was so mit Asia zu tun hat, ist da dabei. Jawohl. Ich versuche das Ganze mal. Wow, sensationell. Eine Stunde hat der Schweinebauch jetzt hier schön langsam köcheln dürfen. Wer es weicher haben möchte, der macht 1,5 Stunden draus. Ich möchte noch einen leichten Biss im Fleisch haben und deswegen eine Stunde. Ja, jetzt kommt das Fleisch raus und wir lassen es richtig schön abtropfen. Dazu gebe ich das einfach jetzt auf so ein Gitter. Und ihr seht schon, die anderen Zutaten, die fallen jetzt durch diesen Rost, bleiben unten liegen und wir haben das reine Fleisch auf dem Gitter. Der Duft übrigens, naja, was soll ich sagen, sensationell. Und wer asiatische Gerichte richtig gerne mag und auch Suppen aus dem Asia-Bereich, der hebt sich jetzt diesen Sud auf, lässt ihn auskühlen, schöpft ihn ein bisschen vom Fett ab, also das Fett weg. Und das ist dann so eine Grundlage für eine richtig tolle asiatische Brühe bzw. Suppe. Das Fleisch ist abgetropft. Ich erhitze jetzt etwas Erdnussöl in meiner Pfanne. Ich habe unten die beiden Brenner auf kleinster Stufe im Moment laufen. Und jetzt kommt der Schweinebauch rein. Den rösten wir jetzt so von allen Seiten richtig schön an, bis er eine schöne Farbe bekommt. Nach etwa 25 Minuten bei etwa 200 Grad hat das Ganze ein bisschen Farbe angenommen. Und ich glaube, man hört es so am Rühren, das ist auch recht knusprig geworden. Was ich gemacht habe, ab und zu mal alles ein wenig so in eine Seite gestoßen. Mein Grill steht nicht ganz gerade, in einer Ecke sammelt sich ein wenig Fett. Das habe ich weg mit ein bisschen Zewa rein und habe das aufgesaugt. Jetzt mache ich die Pfanne erstmal aus. Und lasse das Ganze mal so 10 Minuten so drinnen, wie es jetzt ist. Nach diesen 10 Minuten geben wir einfach unsere Glasur da rein. Die Pfanne hat noch richtig Dampf. Und jetzt wird alles so richtig schön verrührt, dass jedes Fleischstück von der Soße abbekommt und richtig schön karamellisiert. Reicht jetzt erstmal die Resthitze von der gusseisernen Pfanne. Im Ganzen gehen wir jetzt einfach mal so 2-3 Minuten, rühren dabei kräftig. Das schaut auch richtig sensationell aus. Und eine Zutat, die ich vorhin vergessen habe, sind Frühlingszwiebeln. Das Grüne von 3-4 Frühlingszwiebeln, je nachdem, wie ihr es mögt. Erst ganz zum Schluss dazu tun. Die müssen nur ganz wenig Temperatur bekommen. Damit ist der große Schweinebauch fertig und kann angerichtet werden. So kann das Ganze ausschauen, wenn es auf dem Teller liegt. Duftet hervorragend, um nicht zu sagen sensationell. Ihr könnt dann Reis dazu servieren, gebratene Nudeln, etwas Gemüse, wie ihr lustig seid. Bei mir gibt es das heute so, wie es ist. Und ein bisschen süß-saure Chilisauce. Da gibt es übrigens auch ein Rezept. Auch das packe ich am Schluss mit dran. Jetzt kommt natürlich das Versuchen. Ich nehme ein nicht allzu großes, doch, das ist ziemlich groß. Also, auf euer Wohl. Heiß. Aber sauliger. Genau mal den
Der müsste jetzt durch. Ist gut. Nochmal Ding. Also wer Asia mag, muss das unbedingt nachmachen. Richtig sensationell und geil. Mal schauen, ob ich noch ein kleines Stück finde. Mit so einer süß-sauren Soße dazu. Passt für die Fasterfrage. Der ist auch so richtig kross jetzt, der Schwalbauch. Ja. Da brauche ich jetzt gar nichts mehr dazu. Wie gesagt, normalerweise Reis oder ein bisschen Gemüse, gebratenes Gemüse wäre schön. Richtig, richtig toll. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir auf alle Fälle. Ich habe das Essen da. Ja, und wenn dem so wäre, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich darüber freuen. Den Kanal abonnieren. Das könnt ihr hier. Da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Ja, und wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es unten einfach unten in die Kommentare rein. Das lese ich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die auch. Ich habe ein tolles Essen. Ihr hoffentlich eine schöne Zeit. Bis nächsten Mittwoch. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi. Eins meiner besten Asia-Geschichten als solches. Mache ich immer wieder so. Besser kannst du einen Schweinebauch gar nicht machen.